Meine Damen und Herren, Sie hören heute Besessen vom Wie von Dieter Hasselblatt. Die Regie hat Bernd Lau. Fräulein Wettenbühl, wie kommt denn das hier auf meinen Tisch? Vom Dezernat für ungesetzliches Sozialverhalten. Die sollen doch gefälligst alleine ihre Kriminalsachen aufklären. Nicht Kriminalsachen, Dr. Rippertz. Ungesetzliches Sozialverhalten. Ja, ja, schon gut, schon gut. Unsere Aufgabe ist experimentelle Forschung, Fräulein Dottenbühl, und nicht schnüffeln nach ungesetzlichem Sozialverhalten. Den Zuständigkeitslaufzettel hat Kinek selbst abgezeichnet. Was hat denn bitte schön so ein Kriminalfall mit... So ein ungesetzliches Sozialverhalten. Also so ein ungesetzliches Sozialverhalten mit neuropsychologischer Reichweitenforschung zu tun. Haben Sie sich denn die Unterlagen schon mal angesehen, Doktor? Das ist ein ziemliches Paket. Ich habe die Unterlagenkontrolle gescheckt. Da sind auch Abrufnummern für Tonbandaufzeichnungen dabei, außerdem Fotoserien von den Toten, von der Wohnung, von Apparaten. Jetzt sollen wir uns also auch noch mit Toten beschäftigen. Ich möchte mal wissen, wann bei Toten schon mal neuropsychologische Reaktionen festzustellen waren. Das hilft ja nichts, Doktor, da müssen Sie schon ran. Tja. Wegen Unzuständigkeit des... Ressorts ungesetzliches Sozialverhalten, Zuweisung an Ressort neuropsychologische Reichweiten. Zunächst angenommenes ungesetzliches Sozialverhalten nach Recherchen, siehe Unterlagen. Was haben wir denn da? Untersuchungsergebnisse 1 bis 7. Erstens Erstbefund, Protokoll, Leichenfundort, Identifikation, vermutete Todesursache, Obduktionsbefund der Leichen. Lichtenstedt und Notkörper und Abrufnummer 317. Zweitens, Todesort nicht identisch mit Leichenfundort. Wohnung Barbara Notke, Heinrich-Heine-Straße 37-4, Band Abrufnummer 318. Drittens, Aussage Fernsehredakteur Pörschling, Band Abrufnummer 312. Und so weiter und so weiter. Gemäß Recherche, Ressort ungesetzliches Sozialverhalten. Rechercheur Pleiken. Todesfälle nicht hauptspezifisch. Hauptspezifisch nach Zuständigkeitsprüfung. Personale Interferenz. Dötti. Dötti. Fräulein Dottenbühl. Also dann nicht. Personale Interferenz. Zunächst vom Ressort ungesetzliches Sozialverhalten angenommene Zuständigkeit Psychopharmaka. Begründung Einstichverletzung an den Leichen Lichtenstedt und Notka. Recherchierungsunterlage 4, Fotoserie, dazu Bandabruf Nummer 319. Einstichverletzung jedoch laut Obduktionsbefund anderer Herkunft. Bandabruf Nummer 317, sind Untersuchungsrecherchierungsserie 5. Fotoserie von Apparaturen, Bandabruf Nummer 320. Mit dieser Schriftkram und so weiter. Auswertung Zentralverteiler, Zuständigkeit Hauptabteilung Psychophysiologie, Ressort neuropsychologische Reichweitenforschung. Angenommenes Sachverhaltssyndrom, Akupunktur mit Intensivierung durch Schwachstrom. Akupunktur mit Leitungsverbund zwischen mehreren Personen. Personale Interferenz. Dottie? Ja, Dr. Rippert? Da sind Sie ja. Was ist? Ich war gerade mal draußen. Ein dickes Paket Arbeit. Und? Kaffee oder Tee? Tee bitte und Sie. Ich brauche ein bisschen Kontrolle. Und ein paar Dottie-Zwischenfragen. Tja, Dötti, wenn die Drogenboys nicht zuständig sind und wenn der Zentralverteiler auf personale Interferenz tippt, dann könnte es ja interessant werden. Was sollen wir denn zuerst abrufen? Warten Sie. Bandabruf Nummer 312, Aussage Günter Pörschling, Fernsehredakteur für sozialkritische Sendungen im dritten Programm. Dann drücke ich mal. Vielen Dank. Danke. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Oh, das bin ich ja gar nicht gewöhnt. Danke, danke. Wie viel Punkte haben wir jetzt, Babs? Tja,
Beide Kandidaten haben die goldene Stufe leider nicht erreicht. Sie müssen also auf der silbernen stehen bleiben. Tut mir leid. Naja, das macht ja nichts. Ist ja auch schwer, von blau auf rot, von rot auf silber und von silber auf gold drauf zu klettern. Die Aufgaben sind aber auch wirklich schwer. Sagen Sie mal, Betty, das ist doch nicht... Wo bleibt denn der Perschling? Hat er vielleicht während der Quiz-Sendung einer ziemlich lebendigen Leiche schon seine Aussage gemacht? Da muss irgendein Fehler sein. Ach, die Kontrolle, die zeigt ja auch 321 und Sie wollten noch 312. Sie haben einfach falsch gedrückt. Das war die letzte Treppenquiz-Sendung mit Hetty Lichtenstedt. Weil der Lichtenstedt tot ist, muss man ja nicht seine letzte Sendung als Unterlage mit einbringen. Wahrscheinlich ist da irgendwas Interessantes drin, was wir brauchen. Gut, lassen wir mal weiterlaufen. Mhm. Ja, danke, danke schön, danke schön. Und jetzt, Babs. Babs hat da einiges vorbereitet, nicht, Babs? Sind wir fertig? Nein, kleines Augenblickchen, kleine Panne. Wir sind aber gleich soweit. Na schön, also, dann kommen wir jetzt zu unserem naturwissenschaftlichen Experiment, auf das Sie sicherlich alle schon gespannt gewartet haben. Mhm. Genauso gespannt wie ich. Mhm. Unsere Treppenquiz-Sendung ist eine neue Form der Unterhaltungssendungen. In der neuen Mediensituation... Oh, danke, danke, danke. Kommt es ja. In der neuen Mediensituation kommt es ja darauf an, attraktive und interessante Unterhaltungssendungen zu machen. Kritisch und fröhlich. Und wir wollen die Technik mit hineinbringen, das Experiment, weil unsere Zukunft gehört den Naturwissenschaften, der Technik. Spiel mit neuen Möglichkeiten. Ja, danke schön. Ja, und jetzt will ich mal schauen, wie weit Babs mit unserer Experimentalanordnung ist. Wie steht's, Babs? Wie sieht's aus? Gleich. Noch einen kurzen Augenblick, Teddy. Na gut, also schön, dann mache ich noch so ein bisschen weiter, ja? Oh, schön. Also glauben Sie nicht, dass wir Sie langweilen wollen. Das tue ich hoffentlich nie. Dankeschön. Ja, also wir interessieren uns für Technik, für Zukunft, für Experimente. Und nicht für die Verzückung bis zur Massenhysterie in der Diskothek oder im Konzertsaal. Wir wissen, dass gedankenlose Dösen in Diskotheken, in diesen rauschgiftgeschwängerten, öden Höhlen, in denen nichts gedacht und nichts gesagt wird, dass das passé ist. Wir sind weiter. Wir wissen auch, dass die von Marx geforderte Solidarität des Proletariats nicht zu einer richtigeren Gesellschaft geführt hat. Wir wissen, dass es vitalere Solidarisierungsbedürfnisse, oh Gott, das ist schon das Wort, ist schlimm, vitalere Solidarisierungsbedürfnisse als nur die Solidarisierung in der Arbeit gibt. Ah, jetzt sehe ich, Babs ist fertig. Wir werden gleich eine der interessantesten Erfindungen der letzten Jahrzehnte erklären. Holographie. Kennen Sie doch diese Raumfotos mit Laserstrahlen. Hier hat Babs einen Spiegel hingestellt. Babs, zeigt mal den Spiegel. Ja, hier. Ja, jetzt stellen wir ihn wieder hin. Und in der Zwischenzeit können sich unsere nächsten Kandidaten schon vor die Treppenquiz-Treppe stellen. Ach, kommen Sie doch bitte. Ja, nicht so zaghaft, kommen Sie nur. Ja. Falls Sie sich jetzt erst zugeschaltet haben, das ist die naturwissenschaftliche Unterhaltungssendung Treppenquiz mit der reizenden Babs hier. Und mit Walter Lichtenstedt, genannt Teddy. Ich sehe immer noch nicht ganz genau, warum das hier in den Unterlagen mit drin ist. Sie, Betty? Tja, wir können ja auch stoppen. Ja, und jetzt nehmen wir mal den Perschling. Den Rechercheur für ungesetzliches Sozialverhalten macht wieder Pleiten. Oh, da können wir ja mit einigen zudringlichen Fragen rechnen. Aber drücken Sie diesmal richtig. 3, 1, 2. Na, danke, das genügt. Also, Herr Perschling. Also, wenn Sie wollen, zuerst zu meiner Person. Ich bin Günter Pörsching, 29 Jahre alt, Fernsehredakteur für sozialkritische Sendungen im dritten Programm. Die Reihe, die ich im Augenblick betreue, heißt Vorderes Forderungsforum. Titel ist natürlich Blödsinn. Das war so eine Idee von meinem Chef. Aber man kann schon einiges machen. Was machen? Ja, also nicht so in der Masche der 60er und 70er Jahre. Immer Kritik, Kritik und nochmal Kritik. Sondern konstruktiv. Kritische Ansätze. Aber mit Aktionsmodellen. Ach so.
Und Sie haben also einen Schlüssel zu dieser Wohnung. Sie wissen, Herr Pörschling, dass in dieser Wohnung zwei Todesfälle eingetreten sind. Von Ihnen weiß ich das. Sie wussten also nichts vom Tod von Teddy Lichtenstedt und Barbara Notka, als Sie hier in die Wohnung kamen? Nein. Wann ist denn das passiert? Na, die Leichen sind noch in der Obduktion. Gefunden wurden sie übrigens nicht hier, sondern im Auto von Teddy Lichtenstedt. Können Sie sich das erklären? Ich? Mhm. Sie werden verstehen, dass ich mich erst mal mit dem Gedanken vertraut machen muss, dass Babs und Teddy tot sind. Sie sind doch Journalist. Sie können doch schnell mit irgendwelchen Dingen fertig werden und sich ein Urteil bilden. Also, erzählen Sie. Was soll ich Ihnen erzählen? Zum Beispiel, wie Sie zu dem Schlüssel der Wohnung kommen. Waren Sie mit der Verstorbenen befreundet? Sicher. Und wir hatten alle einen Schlüssel zu der Wohnung. Babs war sehr, sehr, wie soll ich sagen? Ja. Offenherzig. Nein, das war es nicht. Es ist wohl immer Ihr erster Gedanke. Gut. Sie können mir vielleicht erklären, was dieses Plakat, diese Sache hier soll. Komm doch, Herr Mann. Ach, das ja. Teddy hat auch sowas gemacht. Wieso auch? Sie wissen, dass er Quizmaster bei dieser Treppenquiz-Sendung ist. Eine gute Sache, eine Mischung aus Ernst von Kuhn, Professor Haber und Holmer von Dietfurt. Warum das alles Adlige sein müssen, verstehe ich auch nicht. Sie trafen sich hier? Mit wem? Das ist doch kein Geheimnis. Babs und Teddy und Impala, Jirki und außerdem Malonda und Klaus Appel. Langsam, langsam zum Mitschreiben. Babs und Teddy, das sind Barbara Notka und Walter Lichtenstedt, hm? Ja. Babs ist außerdem Apothekerin und singt im Kirchenchor der Bodenschönen Kirche. Weiter. Dann ist da Brigitte Anderwand, sie ist Lokalreporterin hier. Zeitung oder auch beim Funk? Nein, beim Allgemeinen Anzeiger. Wir nennen sie Impala, weil sie... Sie wissen, was ein Impala ist? Sagen Sie es. Impala ist eine ganz schlanke Gazelle. Und Brigitte Anderwand ist schlank und kleidet sich immer in so helles Waschleder. Und deshalb nennen wir sie einfach Impala. Außerdem hat sie lange dunkle Haare und große dunkle Augen. Sie mögen sie? Wir mögen uns alle. Gruppensex. Oh, was Sie immer so denken. Also dann weiter. Wer gehört noch dazu? Dann ist da noch Ilona Lara. Sie ist Filmcutterin beim Fernsehen. Ich habe schon viele Sendungen mit ihr geschnitten. Wir nennen sie Lon. Weiter, machen Sie doch keine Pausen. Dann ist da noch Klaus Lohberg. Was soll das alles? Ich bin doch kein Auskunftsbüro. Aber Sie sind hier in eine Wohnung hereingekommen, in der vermutlich zwei Todesfälle unter nicht ganz normalen Umständen eingetreten sind. Wer also noch? Mein Gott, ich. Und dann ein Finne, ein Arzt, Jirki Romilein. Er versteht viel von den Dingen. Von was für Dingen? Na ja, Akupunktur, Hatschepsut, Reizstromtherapie und so weiter. Was hat das damit zu tun? Sie haben mich gefragt und ich habe geantwortet. Gut, also dann helfen Sie mir doch mal bei diesem Plakat hier. Dörte, notieren Sie doch bitte, dass wir uns vom Zentralverteiler Informationen über Akupunktur geben lassen. Mhm. Und auch über die Hatschepsut und die Reizstromtherapie? Nein, das ist nicht nötig, da weiß ich einigermaßen Bescheid. Aber vielleicht zur Dokumentation über unsere Untersuchung. Gut, also meinetwegen auch über die Hatschepsut und Reizstromtherapie. Gut. In den öden Höhlen dösen, nichts als sich in Traum auflösen, Traum aus LSD-Saft. Flaschen, Elends, Haschisch in den Taschen, dachte ich mir doch, Sie sind ein Rauschgiftler. Blödsinn. Aber hier steht's doch, Elends, Haschisch in den Taschen. Rausch, wie Pop im Überfluss, faul, Fahrtschlaffer Überdruss. Mein Gott, das ist doch kein Text, der für Rauschgift wirkt. Warten wir es ab. Endlos Psychedelic Sound, Rutschbahn in den Underground. Echte Trips zu letzten Rändern. Letzter Ränder, was soll das? Was heißt letzter Ränder? Das weiß ich auch nicht. Aber Sie gehören doch hier zu der Gruppe. Gruppe, wir sind keine Gruppe. Wir sind einfach ein Club, ein paar Leute, die sich verstehen und die was ausprobieren wollen. Was ausprobieren wollen? Dann lesen Sie doch weiter. Nur nie was im Zentrum ändern. Zentrum ist... Aber wer kennt's? Wer und? Geht das nicht weiter?
Naja, wieso? Es geht ja nicht weiter. Aber es ist doch ein Gedicht, das sich immer zu reimt. Und hier reimt es sich nicht. Zentrum ist, aber wer kennt's? Und dann kommt nur ein Gedankenstrich und ein Doppelpunkt und dann nichts mehr. Tja, da kann ich Ihnen leider auch nicht helfen. Wer hat denn dieses Gedicht gemacht? Teddy! Aber er ist schon okay. Mit seinem Besessen vom Wie. Besessen? Nicht die Gesellschaft verändern, sich verändern. Den Intellekt disziplinieren. Nichts von Rausch, wo man dann hinterher sagen muss, alles, was man davon hat, ist ein Loch im Bewusstsein. Nein, Teddy ist schon okay. Wahr, wahr. Hier, diese Zeile, das ist ganz typisch für ihn. In den öden Höhlen dösen. Nichts als sich im Traum auflösen. Traum aus LSD-Saftflaschen. Da meint er natürlich diesen Plan von Allen Ginsberg. Wer ist denn das du wieder? Das war so ein Beat-Lyriker von der West Coast. Der hat einmal gesagt, das Trinkwasser aller Städte müsste mit LSD versetzt werden. Also. Ja, ist auch Blödsinn. Man soll die Leute nicht... Ach, was soll's? Sagen Sie es, was soll man mit den Leuten nicht? Also gut, das war einer von unseren Grundsätzen. Nicht apathisch werden, nicht passiv, sondern entscheiden. Nicht Effekt, sondern Effizienz. Ich würde sagen, Detti, wir schauen uns erstmal die Fotoserien von den Leichen an. Das ist, warten Sie mal, 319. Gut. Aber vorher werde ich mal den Zentralverteiler mit einigen Anforderungen strapazieren. Ressortpsychologische Reichweiten an Zentralverteiler. Erbitte Bereitstellung von Informationen auf Abruf für Stichpunkte Akupunktur, Hätschezonen, Reizstromtherapie, Holographie. Ach, auch für Holographie? Ja, darüber weiß ich nicht so gut Bescheid. Das könnte vielleicht wichtig sein. Zeigen Sie doch mal die Fotos von der Notka und dem Lichtenstedt. Hier sind sie. Dann rufen wir mal 319 dazu ab. Zwei Bogen Fotoserien Leichen Lichtenstedt und Notka. Aufmerksamkeit des zuständigen Ressorts ist zu richten weniger auf Ganzfotos als auf Detailbilder. Einstiche bei beiden identisch an der linken oberen Kopfhälfte, an linkem kleinen Finger, Außenkante, ja. Innere Unterarmkante und Zone über Solarplexus. Genau. Da. Zusätzliche Einstiche an linker Schulter-Halspartie sowie Brustpartie oberhalb beider Brustwarzen. Da. Ja, stimmt. Aufmerksamkeit ist weiter zu richten auf Außenunterschenkelpartie links und rechts. Aufmerksamkeit ist weiter zu richten darauf, dass keine älteren Stichverletzungen festzustellen. Dass keine Stichverletzung intravenös erfolgte. Dass keine Stichverletzung Aufquellungen und so weiter der umliegenden Hautpartien zeigt. Also, Dirty, da ist mir ziemlich klar, dass die Drogenboys die Sache wieder abgeschoben haben. So viele Einstiche auf einmal. Och, dann rufen wir doch einfach den Obduktionsbefund ab. Also, Obduktionsbefund. Band Nummer 317. Obduktionsbefund Lichtenstedt, Notka. Todesursache keine Gifte. Keine Fremdeinwirkung. Tod nicht durch Einstiche erfolgt. Einstiche lassen auf Akupunktur schließen. Todesursache Angina pectoris electrica. Herzschlag durch Muskelschock. Verursacht durch unsachgemäße Einwirkung von elektrischem Strom. Bin Sie da schlau draus, Doktor? Ja, Dirty, ich komme langsam dahinter. Da ist was schiefgegangen, was gut gehen sollte. Jetzt brauche ich erstmal die Daten zur Akupunktur, zu den Hätschen Zonen und zur Holographie. Ach, sieh da. Unser lieber Zentralverteiler hat die Daten noch nicht beisammen. Gut, dann rufen wir was anderes ab. Was meinen Sie, Dirty, was nehmen wir jetzt? Ach, ich würde sagen, ein bisschen persönlichen Umhang? Loberg Omilainen. Ach hier, Ilona Laber, die Fernsehkötterin, ja? Rufen wir mal 315 ab. Ich bin Ilona Laber. Woher wissen Sie, dass ich Lon genannt werde? Ihr Freund Pörschling hat mir das gesagt. Mein Freund ist es nicht.
Sie sind also Lon. Sie gehören auch zur Runde? Was für eine Runde? Na, diese Runde, die sich in der Wohnung von Barbara Nottgeimer trifft. Oder traf. Was wollen Sie? Sie wissen, dass ich als Rechercheur des Ressorts für ungesetzliches Sozialverhalten von Ihnen Auskünfte verlangen darf. Die Sie mir auch geben müssen. Müssen? Sie haben Gründe, sich zu sperren, Lon? Für Sie bin ich immer noch Ilona Lava und nicht Lon. Gut, also fangen wir an. Sie sind Fernsehketterin und arbeiten für einen Pershing. Ich arbeite für einen Pershing. Ich arbeite auch für andere Redakteure. Sie kennen offenbar die Arbeit in den Fernsehstudios nicht. Als Köterin ist man nicht einem bestimmten Redakteur zugeteilt. Aha. Und was für eine Arbeit hatten Sie in der Runde zu verrichten? In der Runde? Überhaupt keine. Wir treffen uns nicht, um zu arbeiten. Wozu also dann? Das verstehen Sie doch nicht. Gehört das auch dazu, seine Zeitgenossen und Mitmenschen für dumm zu halten? Ich bin zwar ein paar Jahre älter als Sie, aber vielleicht könnte ich Sie doch verstehen. Außerdem nehme ich das hier auf Band auf und dann können ja andere checken, ob die verstehen, was ich vielleicht nicht verstehe. Was wollen Sie also wissen? Was geschah an dem Abend, als Barbara Nottger und Walter Lichtenstedt tödlich verunglückten? Das weiß ich nicht. Nicht genau. Aber Sie waren doch da. Oder waren Sie nicht da? Ja, natürlich war ich da, wie immer, wenn wir zusammenkamen. Fehlte jemand von der Runde? Ja. Günther Pörschling war nicht dabei, er wollte... Na, stören Sie schon richtig? Ja, Kinek! Und sonst waren alle... Drehen Sie mal etwas leiser, Dirty, ja? Kinek, ich bin immer noch dabei herauszukriegen, ob mein Ressort tatsächlich zuständig ist. Aber Rieperts, unser Zentralverteiler wird sich irren. Nach dem, was ich bisher durchgesehen habe, handelt es sich mehr um einen Kriminalfall. Ah, um einen Fall von ungesetzlichem Sozialverhalten. Ach, Dirty ist wieder dabei. Passt auf, dass Sie nicht in einem gestrigen Jargon verfallen. Sie kennen mich, Kinek. Mein Vokabular ist gelegentlich von gestern, aber meine Neugier ist absolut heutig und geht in die Zukunft. Und wie weit sind Sie mit Ihrer Zukunftsneugier und dem Fall da? Noch mittendrin. Der Zentralverteiler hat zwar personale Interferenz diagnostiziert, aber... Was aber? Aber wenn ich offen sein soll, Kinek, an Toten kann ich keine neuropsychologischen Untersuchungen mehr machen. Sollen Sie auch nicht. Aber Sie sollen herausfinden, was das mit der personalen Interferenz auf sich hat und was da los gewesen sein kann. Das wäre doch immerhin etwas für Ihre Zukunftsneugier, oder? Also, macht Sie mal weiter, ich störe Sie nicht länger. Dirty, Sie können wieder etwas lauter drehen. Ja. Die Nadeln eingestochen und klemmte dann die Verbundleitungen an die Nadeln. Babs und Teddy lagen nebeneinander. Zwischen ihnen ein kleiner Schaltapparat, ein Potentiometer, sodass beide dran konnten, verstehen Sie? Und dann... Stopp mal! Bitte die Information Akupunktur und Hetsche Zonen einspielen. Holographie nicht? Noch nicht. Ich glaube, das ist noch nicht so dringend. Information Akupunktur. Information Akupunktur. Akupunktur von Huang Tium, 3000 vor Christus erfunden. In Europa Ende 17. Jahrhundert. Goldene und silberne Nadeln werden ins Unterhautgewebe eingestochen. Dort bis zu 10 oder 15 Minuten stecken gelassen. Die Wirksamkeit richtet sich vor allem auf weibliche Geschlechtsorgane, Verstopfung, Galle, psychische Abweichungen, Depression, Erschöpfung, Schlaflosigkeit, Neuralgie, Kreislaufstörung. Seit 1971 schmerzfreie Operation bei vollem Bewusstsein. Silberne Nadeln dienen zur Beruhigung, goldene Nadeln dienen zur Stärkung und Aktivierung. Für jedes Organ 3 Einstichpunkte. Erstens zur Kräftigung, zweitens zur Beruhigung, drittens zur Aktivierung bzw. Regulierung. Kombinationsmöglichkeiten, goldene Aktivierungsnadel in Beruhigungspunkt bzw. silberne Beruhigungsnadel in Aktivierungspunkt und so weiter. Von den überlieferten 334 Akupunkturpunkten hat die Elektroakupunktur
erst ungefähr die Hälfte für Therapiezwecke herausgearbeitet. Mithilfe des Diathekakupunkteurs können Punkte der Körperoberfläche messbar gemacht werden. Zweck: Diagnose zugehöriger Organe. Vergleiche: Hetsche Zonen. Der Diathekakupunkteur kann auch von der Norm abweichende Messwerte durch Stromimpulse in Form von niederfrequenten, gleichgerichteten oder wechselgerichteten Kippschwingungen geringerer oder stärkerer Intensität auf den Normalwert zurückbringen. Dirty, die haben einen Diathekakupunkteur als bioelektrischen Impulsgenerator verwendet. Darum auch der Potentiometer, von dem die Lara sprach. Hetsche Zonen einspielen. Information: Hetsche Zonen. Überempfindliche Hautzonen bei Erkrankungen innerer Organe nachweisbar. Ein an den kranken Organen einwirkender Schmerzreiz wird, statt an diesen selbst, an den zugeordneten Hautsegmenten empfunden, da die Nervenstränge der inneren Organe mit den von der Haut kommenden schmerzleitenden Nervenfasern Berührung haben. Vergleiche: Bindegewebe. Bei Herzanfällen sind die zugeordneten Hautzonen: linke obere Kopfkalotte, Hals-Schultersegment über Sternocleidomastoideus, innere Armkante bis zu kleinem Finger Außenkante, Brustzone über Brustwarzen und Solarplexuszone. Na, wenn das nichts ist? Ich ahne, was die machen wollten. Die haben mit sich selbst Experimente gemacht, die vielleicht... Aber warten Sie mal, nehmen wir mal erstmal die Lava weiter. Band 315, eine halbe Minute zurück. Hatte die Nadeln eingestochen und klemmte dann die Verbundleitungen an die Nadeln. Babs und Teddy lagen nebeneinander. Zwischen ihnen ein kleiner Schaltapparat, ein Potentiometer, sodass beide dran konnten, verstehen Sie? Und dann sagte Jaki, braucht ihr noch was? Und Babs sagte, dass sie nichts braucht und dass es jetzt losgehen könnte. Was losgehen könnte? Ich weiß nicht, ob Sie wollen, dass ich jetzt theoretisch werde. Wieso müssen Sie denn theoretisch werden? Na, meinetwegen. Wie soll man zum Beispiel die Gesellschaft verändern, wenn man noch nicht mal sich selbst verändern kann? Das geht nicht. Was Teddy wollte, ist eine äußerste Erprobung der Kontaktmöglichkeiten zwischen Menschen. Ich meine da nicht Geschlechtsverkehr, Orgasmus und so. Das ist ja meistens auch nur, um auszuprobieren, wie intensiv man miteinander kann. Aha, da lerne ich ja förmlich zu. Also weiter. Teddy Lichtenstedt und Barbara Notka sagten zu diesem Finnen, zu Dr. Ommelainen, dass sie nichts mehr brauchen. Was kam dann? Dann kam eigentlich nichts Besonderes mehr. Sie lagen beide da. Teddy ganz entspannt, schlank, dunkle Haare, Badehose. Das sah richtig gut aus. Und ungefähr einen halben Meter von ihm ab zum Bikini. Beide so, dass Jirke die Nadeln richtig einstechen konnte. Tut dieses Nadeleinstechen weh? Was? Mir hat es Jirke noch nicht probiert. Wenn man weiß, was kommt, dann nimmt man so einen kleinen Pizza schon in Kauf. Wenn was kommt? Disziplinierung des Intellekts für neue Erfahrungen, zwischenmenschliche Erfahrungen, nicht Rausch, sondern Kommunikation. Jirke sagt das noch. Ihr wisst ja, durch die Verbundschaltung zwischen euren Reizzentren habt ihr jetzt die Möglichkeit, eure Empfindungen parallel zu schalten und in Übereinstimmung zu bringen. Und? Dann haben sich Babs und Teddy noch ein bisschen darüber unterhalten, was sie spüren. Teddy fragte Babs, soll ich ein bisschen mehr Drive zugeben? Und Babs sagte, wart noch ein bisschen oder sowas Ähnliches. Und dann sagte sie... Ja, jetzt weiß ich irgendwie, was mit dir los ist. Und Teddy sagte, was ist denn mit mir los? Nein, Babs, du brauchst es nicht zu sagen. Und dabei machte er ein sehr besonderes Gesicht. Babs übrigens auch. Ein besonderes Gesicht? Ja. Also nicht wie bei Orgasmus oder so. Und auch nicht wie im Rausch, sondern... Wie wenn jemand
eine Denksportaufgabe löst und dabei eine ganz große Begeisterung spürt. Und dann? Und dann sagte Babs noch, Teddy, Teddy. Und Teddy sagte, Babs, das ist es. Und dann standen wir da und fragten, was spürt ihr, was denkt ihr? Und Teddy und Babs sagten, lasst, wir sagen es euch noch, es ist... Dann sagten sie nichts mehr. Und Teddy drehte seinen Kopf zu Babs und Babs drehte ihren Kopf zu Teddy. Sie nickten sich zu und Babs nahm den Schalter und schaltete noch ein bisschen mehr dazu. Und dann... Was war dann? Und dann haben wir einfach ausgeschaltet. Sie haben den Strom ausgeschaltet? Ach, Quatsch. Wir hatten keinen Kontakt mehr zu Babs und Teddy. Wie wenn zwei Kinder miteinander spielen und man steht als Erwachsener einfach daneben, weil da viel mehr los ist als nur spielen. Wir waren ausgeschaltet, ausgeklammert, wie hinter einer Glaswand. Auf den Gesichtern von Babs und Teddy war so etwas wie höchste Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ausschließlich füreinander und nicht für uns, so völlig illusionslos. So als wenn man sehr intensiv in den Spiegel guckt und im Spiegel sich selbst und etwas ganz anderes entdeckt. Rühre, Löffel, rühre. Tja. Völlig klar, dass man bei einem Diathea-Akupunkteur natürlich in erster Linie an Therapie denkt und nicht an personale Interferenzen. Man kann damit vielleicht Kontakte herstellen, die eben nicht orgastischer oder rauschhafter Natur sind, sondern bei denen sich die Gedankenfelder berühren. Betty, Sie knabbern an den Fingernägeln. Ich muss gerade an was denken. An was? Wissen Sie, ich habe mich gerade dabei ertappt, dass ich das eigentlich auch mal ausprobieren möchte. Verrückt, ne? Nein, Götti, gar nicht verrückt. Aber machen wir mal weiter. Ich rufe jetzt mal Band 318 ab, die Wohnung von Barbara Notka. Drei-Zimmer-Wohnung. Kein Zimmer eigens als Schlafzimmer oder Wohnzimmer erkennbar. In allen Räumen farbige Wände. Ein Zimmer in Rot, Orange, Grau, Fußboden schwarz, Möbel weiß, an den Wänden schwarz-weiß-graue Grafiken. Im nächsten Zimmer die Wände grün, blau, grau, der Fußboden gelb, Möbel schwarz, an den Wänden violett-weiße Grafiken. Im dritten Zimmer Wände lila, rot, grau, Fußboden weiß, Möbel grün. In diesem Zimmer an der Wand Plakat mit Gedichttext. Fotografie als Beilage zu Abrufband 320. Keine Blumen. Viel Beleuchtung. Hauptsächlich indirektes Licht durch Leuchtstabaggregate. Wenig Bücher. 3D-Stereoanlage, Farbfernseher mit Videorekorder, viele Schallplatten, meist Kirchenmusik, Barockkomponisten, Chorwerke. Im lila-rot-grau-Zimmer mehrere Flachliegen, Felldecken, Flauschkissen und so weiter. Küche, Kühlschrank mit allerlei Fruchtsäften, unangebrochene Colaflaschen, Sprudel, kein Alkohol. Im offensichtlich als Nachttisch benutzten Halbschränkchen ein Paperback, Titel Lobenthal besessen vom Wie. Abenteuer des disziplinierten Intellekts. Das haben wir doch schon mal irgendwo gehört, Tati. Ja. Besessen vom Wie. Wer hat das gleich gesagt? Pörschling. Er hat aber nicht das Buch gemeint, sondern Teddy Lichtenstedt. Mhm, ganz genau. Wahrscheinlich können wir die ganze Sache doch noch an das Ressort ungesetzliches Sozialverhalten abschieben. Wieso?
Das muss ja kein selbstverursachter Unfall gewesen sein. Da kann ja jemand gedreht haben daran, nicht wahr? Erst einmal die anderen Aussagen. Wen haben wir denn da noch? Lohberg, Omileinen und die Anderwand, genannt Impala. Die Gazelle lassen wir erst mal. Ich will zuerst hören, was mein Kollege, dieser Dr. Jerki Omileinen, ausgesagt hat. Assistenzarzt lese ich da. In der neurologischen Klinik, 31 Jahre, gebürtige Finne. 3, 1, 4. Also der Vagusreiz gibt die Verlangsamung der Herzreaktion und der Sympathikusreiz bringt eine Steigerung der Herztätigkeit, des Blutdrucks und so weiter. Das vegetative Nervensystem sorgt für den zweckmäßigen Ablauf aller unbewussten Lebensvorgänge, ist also das Bindeglied zwischen Seele und Leib, zwischen Fühlen und Dasein. Alle Ausdrucksvorgänge sind Leistungen des vegetativen Nervensystems. Umgekehrt werden durch Angst, Freude und so weiter bestimmte vegetative Reaktionen reflektorisch ausgelöst. Also zum Beispiel Herzklopfen, Durchfall, Erröten. Gifte und Drogen wirken über das vegetative Nervensystem auf den Organismus. Mit Hilfe einer niederfrequent gesteuerten Elektroakupunktur, insbesondere wenn der Strom schleichend angeschaltet wird, entsteht eine hochgradig rationale Reizwirkung auf den Körper und mithin auf den gesamten seelisch-geistigen Bereich. Bei den Akupunkturstellen, die wir in unserem ersten Versuch... Der ja dann wohl auch der letzte Versuch bleiben wird. Yksi kerta, kaksi kerta, viimeinen kerta. Kukapa sen tietää? Wie bitte? Ach, ich sagte auf Finnisch. Einmal, zweimal oder letztes Mal, wer weiß das schon? Immerhin weiß man, dass Ihre Versuchspersonen nicht mehr am Leben sind. Wieso meine Versuchspersonen? Jeder kann mit sich ein Selbstexperiment machen. Das ist nirgendwo verboten. Wenn es Todesfälle gibt, muss das Ressort ungesetzliches Sozialverhalten recherchieren. Es könnte sich ja um Mord handeln. Mord? Sie wissen einfach zu wenig. Wir haben eine Akupunktur an den Hätschenzonen angesetzt. Zusätzlich zu den Herzreizzonen, noch die, wenn Sie so wollen, Vampirbissreizzonen. Vampirbisszonen? Ja, wenn man die Partie über dem Sternocleidomastoideus am Hals durch einen physischen Reiz aktiviert, spürt man die Reaktion bis hinunter zu den Außen- und Innenseiten der Unterschenkel. Noch nie die Erfahrung gemacht? Und deswegen die Einstiche in die Unterschenkelzone. Haben Sie, Dr. Omileinen, den Versuch in der Wohnung von Barbara Notka überwacht? Da war nichts mit Überwachung. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Es war die freie Entscheidung von Teddy und von Babs. Und was haben Sie dann gemacht, als Sie merkten, dass der Tod eingetreten war? Was jeder Arzt tut. Sofort Herzmassage. Aber offenbar war der Tod durch Angina pectoris electrica und Herzschlag eingetreten. Ich kann Ihnen versichern, dass alles in Ordnung war. Alles in Ordnung? Das müssen Sie schon erklären, Dr. Omileinen. Es war in Ordnung, weil Babs und Teddy genau die Erfahrungen gefunden haben, die sie suchten. Ein Selbstexperiment. Teddy war immer besessen vom Wie. Eine Reise ohne Drogen. Befreiung und nicht... Nein, ich muss es Ihnen anders erklären. Stellen Sie sich einen Gedankenorgasmus vor. Zu zweit, nicht jeder für sich allein. Das war das Ziel und das haben Babs und Teddy erlebt. Woher wollen Sie das wissen? Als Mediziner kennt man die Ausdrucksphysiologie der mimischen Muskulatur. Sie haben vielleicht gehört von der Versuchung von Erich von Horst in Seewiesen, das Konrad-Lorenz-Institut. Die Horstchen-Versuche gingen auf neurophysiologische Reizungen durch elektrische Ströme und die Beeinflussung der Emotionen und des Verhaltens durch bioelektrische Hirnfunktionen. Naja, das Verstehen tue ich das nicht gerade, aber wir nehmen Ihre Aussagen auf. Was haben Sie dann mit den Leichen gemacht? Auch das war vorher überlegt. Falls etwas schiefgehen sollte, hatten Babs und Teddy gesagt, man sollte sie nicht in der Wohnung lassen, sondern sie in ihr Auto setzen. Warum diese doch nicht ganz selbstverständliche Aktion? Das war deren Wunsch und den haben wir respektiert. Wir haben die Wünsche von uns allen immer respektiert. Wer hat sie hinuntergetragen? Klaus und Lohn und Impala und ihn. Der Finne kommt mir aber sehr sicher und genau vor.
Aber auch wenn seine medizinisch-neurologische Diagnose einleuchtet. Was meint sie? Er möchte bewusst Klarheit schaffen, aber die Sache ist nicht klar. Wieso ist sie nicht klar? Ich meine, wenn solch eine Apparatur aufgebaut ist, die ja fast wie ein elektrischer Stuhl funktionieren kann. Die haben einen Potentiometer gehabt, also einen sukzessiv auf höhere Stromstärke schaltbaren Apparat. Das heißt, jeder, der dran ging, konnte eine stärkere Strommenge einfließen lassen. Nee, das glaube ich nicht. Bisher ergeben die Aussagen, dass Babs und Teddy selber den Potentiometer bedient haben. Aber jeder, der dabei stand, hätte, und wenn es auch nur durch eine zufällige oder zufällig scheinende Aktion gewesen wäre, jeder hätte stärkere, also tödliche Strommengen hochschalten können. Nee, Doktor, das glaube ich nicht. In den öden Höhlen dösen. Nichts als sich in Traum auflösen. Traum aus LSD-Saftflaschen, elendshaschisch. In den Taschen Rausch, Beat, Pop im Überfluss. Faulfahrt, schlaffer Überdruss, endlos, Psychedelic-Sound, Rutschbahn in den Underground, echte Trips zu letzten Rändern, nur nie was im Zentrum ändern, Zentrum ist, aber wer kennt's? Ja, und? Dass ich das... ist es eben nichts und das Gedicht geht einfach nicht weiter. Dabei habe ich das Gefühl, es geht weiter. Und wenn ich mich nicht täusche, steckt da der Schlüssel drin. Der Schlüssel? Was denn für ein Schlüssel? Ich rufe jetzt mal die Aussage von dieser Gazelle ab. Von Impala. Brigitte Anderwald, 28, Lokalreporterin beim Allgemeinen Anzeiger. Das ist die Bandabrufnummer 316. Nein, nichts mehr. Sie haben mir ja die Aussagen von den anderen vorgespielt. Ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Sie haben die Leichen von Walter Lichtenstedt und Barbara Notka also mit hinuntergetragen. Ja. Sie waren dabei, wie dieser Versuch gemacht wurde. Ja. Wo befanden Sie sich, als der Strom eingeschaltet wurde? In dem Raum. Hatten Sie etwas getrunken? Ja. Was? Orangensaft gespritzt. Kein Alkohol? Wozu Alkohol? Ich habe Sie gefragt. Eben, wozu Alkohol? So kommen wir nicht weiter. So sind wir noch nie weitergekommen. Ich meine, so komme ich mit Ihnen nicht weiter. Ich habe sehr gut verstanden, was Sie meinen. Wir finden es einfach nicht richtig, dass die Kontaktmöglichkeiten füreinander immer geringer werden. So in die lyrischen Schneckenauswendungen der eigenen Seele hinuntersteigen. Sicher, das ist auch gut. Wichtiger ist aber doch, dass man sich gegenseitig versteht. Simpel. Das ist nicht simpel. Sie zum Beispiel verstehen mich nicht. Es ist nicht meine Aufgabe, Sie zu verstehen, Fräulein Anderwand. Doch, gerade Sie ableiten. Das ist Ihr Job. Meinen Job brauchen Sie mir nicht zu erklären. Sie nicht. Ach, wissen Sie, Babs und Teddy haben sich angesehen, verstanden, das dann intensiviert. Sie haben nichts gesagt. Wir standen ja dabei und sie kannten uns, wir waren befreundet. Sie haben uns nichts gesagt. Ich glaube, es ist nicht nötig, dass ich noch irgendetwas sage. Tja, Teddy. Alles genau die Methode, wie das Ressort ungesetzliches Sozialverhalten solche Recherchen macht. Aber Teddy, Sie knabbern wieder an den Fingernägeln. Ich kenne Sie gar nicht wieder. Ja, mir gefallen diese Leute. Ich kann es nicht leugnen. Wie meinen Sie das, Teddy? Sie gefallen mir und ich finde das, was Sie machen, also jedenfalls das, was Sie wollen, das finde ich einfach gut. Das darf uns hier nicht interessieren, Fräulein Döttenbühl. Interessiert mich aber. Und wenn ich das so sagen soll, ich würde gern dazugehören und dort mitmachen. Aber Dötti, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Wohin sagten Sie noch, dass Sie mich verstehen könnten? Wir müssen weitermachen, Dötti.
Ressort Neuropsychologische Reichweitenforschung, Eingabe Zentralverteiler, Analyse Notka-Lichtenstedt. Abrufbänder erstellt von Pleiken ungesetzliches Sozialverhalten für psychologische Reichweiten nur partiell ergiebig. Aufmerksamkeit des Ressorts ungesetzliches Sozialverhalten zu sehr auf Vorgeschichte, Motivation und Umstände der Todesfälle Lichtenstedt-Notka ausgerichtet. Zu wenig auf personale Interferenz und die Zuständigkeit des Ressorts psychologische Reichweiten. Aus Diathea-Akupunktur mit Verbundschaltung, Aussage Dr. Ommi-Leinen sowie aus Äußerungen der Art. Rationale Empfindungen parallel schalten. Nicht Rausch, sondern intellektuelle Kommunikation. Denksportaufgabe lösen und dabei ganz große Begeisterung empfinden. Höchste Aufmerksamkeit. Illusionslos im Spiegel sich selbst und etwas ganz anderes entdecken. Gedanklich zu einer gesteigerten Erfahrung gelangen. Gedankenorgasmus. Lassen Doktor, sich. Doktor, Sie sind doch noch gar nicht so weit. Sie müssen doch noch. Das Abrufband 321 zu Ende hören. Die Treppenquizshow mit der Holographie. Wieso, Dottie? Na, Sie haben doch vorhin gestoppt, weil Sie dachten, dass das nicht so wichtig ist. Hier, Kinek, Repertz, hören Sie mich? Ich höre Sie, Kinek. Wie weit sind Sie, Repertz? Ich habe mir so ziemlich alles zu Gemüte geführt. Aber am interessantesten erscheint mir dabei die Reaktion von Fräulein Döttenbühl. Aber Doktor, was soll denn das? Dötti, bitte. Fräulein Döttenbühl hat mehrmals, genau zweimal nach Anhören der Recherchierungsbefunde des Ressorts ungesetzliches Sozialverhalten, ihre Sympathie mit den Betroffenen der Runde Notka-Lichtenstedt bekundet. Aber wie können Sie denn? Das war doch bloß ich. Bitte präzisieren. Fräulein Döttenbühl hat zum Ausdruck gebracht, dass sie die Akupunktur-Verbundschaltungsversuche von Barbara Notka und Teddy Lichtenstedt gerne selber ausprobieren würde. Sie? Also, dass ich mich so in Ihnen getäuscht habe. Fräulein Döttenbühl, bitte berücksichtigen Sie, dass auch die Reaktionen aller Mitarbeiter, ich sage bewusst aller Mitarbeiter für die Untersuchungen, die wir in unserer Hauptabteilung Psychophysiologie und im Besonderen im Ressort Neuropsychologische Reichweitenforschung machen, von Belang sind. Der Doktor hat ich habe ihm sehr vertraut. Fräulein Döttenbühl, Sie haben uns geholfen. Soweit ich die Situation aus der Distanz beurteilen kann. Sie haben Ihre Qualifikation als Sekretärin und Sachbearbeiterin im Ressort psychische Reichweiten mit dieser Reaktion unter Beweis gestellt. Wieso denn? Das verstehe ich überhaupt nicht. Dötti, Sie wissen doch, dass wir uns gegenseitig mit unseren Reaktionen auf unsere Arbeit beobachten sollen. Die tun das genauso mit mir wie ich mit Ihnen. Das gehört zur Analyse der Fälle, die wir zu bearbeiten haben. Und gerade bei uns personale Interferenz. Aber muss das denn so persönlich werden? Jetzt kapiere ich. Was? Das Gedicht in der Wohnung von Barbara Notka. Dottie, geben Sie mir doch bitte das Foto mit dem Gedicht. Hier. Danke, Dottie. Ich habe da ein Gedicht, mit dem auch Pleiken nicht fertig wurde. Die Anfangsworte der Zeilen lauten: In, nichts, Traum, Elend, Rausch, faul, endlos, Rutschbahn, echte, nur, Zentrum. Die Anfangsbuchstaben dieser Worte ergeben Interferenz. Ah ja. Ich habe Ihnen auch noch was zu sagen. Das Ressort ungesetzliches Sozialverhalten hat zwei neue Doppeltodesfälle gemeldet. Was? Im Verlauf der letzten 12 Stunden sind in zwei verschiedenen Wohnungen zwei ähnliche Situationen recherchiert worden, wie sie bei Notka-Lichtenstedt vorlagen. Oh Gott, wer denn? In der Wohnung von Brigitte Anderwand wurden die Leichen von Klaus Loberg und Brigitte Anderwand gefunden. Mit Einstichverletzungen in den gleichen epidermalen Bereichen wie bei Notka-Lichtenstedt. In der Wohnung von Ilona Laber wurden die Leichen von Ilona Laber und Dr. Jirki Ommi-Leinen gefunden. Nein. Darum also. Was? Ommi-Leinen hat sich so detailliert und präzise über die Experimentalanordnung geäußert. Jetzt verstehe ich. Was verstehen Sie, Rippers? Er hat so etwas wie eine Gebrauchsanweisung hinterlassen wollen. Da waren 7 Leute, die zur Runde gehören. Ich habe mir inzwischen die Abrufbänder angehört. Nicht um Ihnen vorzugreifen, Rippers, sondern weil mich der Fall selber ziemlich interessiert.
Ja, ja, da war noch Günther Pörschling. Er war an dem Abend, an dem Barbara Notka und Teddy Lichtenstedt starben, nicht mit in der Runde. Warum, weiß ich nicht. Günther Pörschling. Hat das Ressort für ungesetzliches Sozialverhalten irgendetwas über den Verbleib von Pörschling recherchiert? Nichts bekannt. Aber Rippert, sagen Sie, was halten Sie von der ganzen Sache? Müssen wir übergeordnete Instanzen informieren? Kinek, wollen Sie mir die Verantwortung zuschieben? Ich frage Sie bloß. Ich melde mich gleich wieder. Ich höre mir jetzt zuerst das Abrufband 321 zu Ende an. Die Treppenquiz-Show mit der Hologrammdemonstration von Teddy Lichtenstedt. Erhoffen Sie sich irgendwelche zusätzlichen... Ich weiß nicht. Vielleicht. Gut, ich warte. Bitte Information Holographie. Information Holographie. Auch Laserfotografie. Abbildung beleuchteter Objekte durch Rekonstruktion des Lichtwellenfeldes. Vorgang: Das vom Objekt ausgehende Streulicht wird mit einem Referenzlichtbündel gleicher Lichtquelle über Spiegel überlagert. So entsteht ein Interferenzbild. Sehen Sie, Teddy? Interferenz, das ist das Stichwort. Natürlich hatte die Lichtenstedt hier die Motivation bekommen, es zu versuchen. Wieso hier? Interferenz, verstehen Sie, Dirty? Durch Aufnahme dieses Interferenzbildes auf Fotoplatte entsteht eine vollständige Registrierung des vom Objekt ausgehenden Lichtwellenfeldes, das sogenannte Hologramm, und damit eine vollständige Abbildung des Objekts. Wird nämlich das Hologramm wieder mit monochromatischem, kohärentem Licht aus der gleichen Richtung beleuchtet, aus der bei der Aufnahme das Referenzlichtbündel einfiel, so entsteht ein Beugungsbündel erster Ordnung. Das menschliche Auge sieht das Objekt räumlich und kann es sogar in begrenztem Blickwinkel von verschiedenen Seiten betrachten. Dirty, das ist so etwas wie personale Interferenz. Hologramm, verstehen Sie? Hologramm heißt ja totale Wiedergabe des, wenn Sie so wollen, des anderen. Und darum auch das Gedicht mit den Anfangsbuchstaben Interferenz, verstehen Sie? Mhm. Nun machen Sie doch nicht so ein trauriges Gesicht, Dirty. Kinek, hier Rippert. Ja, Rippert, so schnell schon wieder? Mir ist es jetzt klar. Gedankenorgasmus. Gedanklich zu einer gesteigerten Erfahrung kommen. Die Runde muss intensivste Erfahrungen mit den Gedanken des jeweiligen Partners gemacht haben. Und das muss den Erfahrungswert einer großen Begeisterung haben. Höchste Aufmerksamkeit, sich selbst im Spiegel des anderen als etwas anderes entdecken. Also keine Selbstmorde, keine Rauschabstürze. Nein, das als Letztes. Sie waren besessen vom Wie. Da gibt es irgendein Buch von Lobenthal, Abenteuer des disziplinierten Intellekts. Das muss es sein. Besessen vom Wie. Von was für einem Wie? Vom Wie der gesteigerten intellektuellen Kommunikation. Aber warum sind die dann alle gestorben? Nicht alle. Pörschling muss ja noch irgendwo sein. Der Tod der drei Paare, das können nur Zufälle auf dem Weg zu gesteigerter Gedankenkommunikation sein. Hören Sie, Rippert, Sie geben die ganze Sache sofort an das Ressort ungesetzliches Sozialverhalten ab. Sie bekommen dann alles wieder zurück. Zunächst müssen wir diesen Pörschling finden. Und das muss das Ressort ungesetzliches Sozialverhalten übernehmen. Wieso denn Günther Pörschling? Pörschling, der hat doch gar nichts... Aber von einem dritten Bügel. Es sind doch sechs dabei ums Leben gekommen. Das kann nur der Anfang sein. Lubak und Impala, die haben doch gewusst, dass Babs und Teddy... Die haben es trotzdem gemacht. Das kann nur der Anfang sein. Ein Anfang wofür, Daddy? Von Herrn Dürtenbühl. Die Reaktionen unserer Mitarbeiter... Wenn die sechs das in Kauf genommen haben, und mindestens die vier zuletzt, die müssen gewusst haben, dass sie dabei sterben könnten. Das kann nur der Anfang sein. Pörschling. Pörschling, der braucht jetzt... Tötti! Tötti! Was ist los? Ist Fräulein Dürtenbühl? Ja.
Meine Damen und Herren, Sie hörten Besessen vom Wie von Dieter Hasselblatt. Es sprachen Peter Dirschauer, Erika Skrotzki, Egon Reimers, Klaus Herrn, Bernd Michael Hanke, Ferdinand Grötzinger, Ulrike Bliefert, Erki Karjaleinen, Regina Ernst, Viktoria Trautmannsdorf, Bodo Primus. Technische Realisation Werner Klein und Inge Lausberg. Regieassistenz Stefan Dutt. Die Regie hatte Bernd Lau. Eine Gemeinschaftsproduktion des Saarländischen Rundfunks mit dem Sender Radio Bremen aus dem Jahre 1984. Redaktion im WDR, Ursula Schregel. Wir bitten